Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen im Jahr 2017. Und ich fange gleich mal an mit einer großen Bitte an euch. Ich brauche eure Hilfe. Ich suche nämlich meine erste große Liebe. Es ist schon eine Zeit her, gebe ich zu. Es war 1989 und da war ich 12 Jahre alt. Aber es war fantastisch. Ich glaube nicht, dass die Frau von damals in mich verliebt war. Ich glaube auch nicht, dass wir uns heute ineinander verlieben werden. Aber ich würde einfach ganz gern wissen, was aus ihr geworden ist. Und ich fände es einfach schön, wenn wir uns mal wiedersehen und darüber sprechen, was damals so war. Und nun zur Geschichte. Ich bin in die zweite Klasse gegangen, Hauptschule, Oberösterreich. Wir hatten Sportwoche und wir sind nach Weiher in Oberösterreich gefahren, in eine Jugendherberge. Und in dieser Jugendherberge war auch noch eine vierte Klasse Hauptschule. Das Ganze war im Mai 89, glaube ich. Und vierte Klassen Hauptschulen fahren ja, wenn sie aus den Bundesländern kommen, immer nach Wien. Aber Wiener Klassen machen natürlich keine Wienwoche, die fahren ganz normal irgendwo hin, in die Bundesländer. So auch diese Klasse. Und in dieser Klasse gab es das eine Mädchen, das einzig wahre, beste, großartigste, fantastischste Geschöpf auf Erden. Sie hieß Karotte. Sie hatte rote Haare und sie war Wahnsinn. Der Hammer. Jedes Mal, wenn wir uns irgendwo gesehen haben, hat sie mich angelächelt. Und das ist jetzt kein Scheiß. Egal, wie weit wir voneinander entfernt waren, egal, wie viel Glaswände zwischen uns waren, wir mussten uns nicht hören. Aber wenn die Möglichkeit einer Sichtachse bestand, haben sich unsere Blicke getroffen. Das war keine Einbildung. Nicht ich habe mich umtrabt und wie hat etwa da gewackelt, dass man sieht, nein. Sie, egal ob sie mit ihren Freunden oder mit einem Lehrer gesprochen hat und mit dem Rücken zu mir stand, wenn die Möglichkeit bestand, dass wir uns in die Augen schauen konnten, egal wie weit entfernt, sie hat sich automatisch umgedreht und hat mir in die Augen gesehen und dabei gelächelt. Ich weiß noch, heute kann ich drüber lachen, so mit 15, 16 wäre es mir peinlich gewesen, das zu sagen. Aber ich weiß noch, dass ich meine Lehrer, wie er mir ins Bett geholfen hat am Abend, irgendwann gefragt habe, Entschuldigung, aber ist das Liebe, wenn man jemanden sieht und das Herz bleibt stehen und der Bauch und auf einmal dann fängt es wieder an zum Klopfen und so. Ist das Liebe? Es war Liebe. Karotte, du warst die erste große Liebe meines Lebens. Ich würde gerne wissen, was es dir geworden ist. Und darum jetzt brauche ich eure Hilfe. Wenn ihr selbst 89 aus Wien wart und in die Hauptschule gegangen seid und in Oberösterreich eine Sportwoche verbracht habt oder jemanden kennt, der 89 in Wien in die Hauptschule ging, in die vierte Klasse und in Oberösterreich eine Sportwoche ging, sagt es ihm oder ihr, sagt ihr, hey, da gibt's einen komischen Dude, der sucht jemanden namens Karotte. Es wäre ziemlich cool, es heißt ja immer im Internet, über, glaube ich, 5 oder 7 Leute kennt jeder jeden. Es wäre ziemlich cool, wenn ihr helfen könntet. Teilt dieses Video, teilt es mit Leuten, wo ihr denkt, die waren zu der Zeit in der Hauptschule in Wien. Also nochmal, es war in Weiher eine Jugendherberge, eine Sportwoche im Mai 89. Und wir waren die einzige Klasse, die behindert waren, die Hauptschüler aus Wien waren nicht behinderte Schüler. Und ja, es wäre super, wenn ihr mir helft. Schreibt unten in die Kommentare, wenn ihr was wisst. Teilt es mit Leuten. Ich würde gerne Karotte wiedersehen und einfach schauen, was aus ihr geworden ist und über die alten Zeiten quatschen. Vielleicht kann sie sich noch an mich erinnern. Ich glaube schon. Danke, ihr Lieben, für eure Hilfe. Und es wäre cool, wenn das funktionieren würde.